Moin Moin und willkommen zu einer neuen Ausgabe von den Testpiloten. Mein Name ist Enrico und ich bin heute euer Pilot. Unser heutiges Reiseziel ist die App Focus. Sonnenbrand. Ja, mit dieser App kann man, ohne das Handy zu benutzen, Geld verdienen. Wie das funktioniert, wie das überhaupt aussieht, wie das aufgebaut ist, das seht ihr jetzt. Die App Focus ist ab dem 14. Geburtstag verwendbar. Bis zum 18. ist es vorerst lediglich möglich, an Challenges teilzunehmen. Cashback und Gutscheine stehen derzeit nur für Erwachsene zur Verfügung. Bin ich ja mal gespannt. Wähle dein Land. Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien. Gut, Deutschland. Weiter. Los geht's. Bist du über 18? Ja. Nein. Für handyfreie Minuten erhältst du Focus Euro. Löse diese für Cashback oder Gutscheine ein. Was ist Cashback? Kaufe bei einem unserer Partnerunternehmen über die Focus-App oder über die Webseite ein. Wir erhalten eine kleine Provision. Diese geben wir dir zu einem großen Teil zurück, sobald du genügend Focus-Euro gesammelt hast. Ein Focus-Euro gleich 1 Euro Cashback. Ab 20 Euro kannst du dir dein Cashback auf dein PayPal oder Bankkonto überweisen lassen. Du möchtest gerade nichts kaufen? Nimm an Challenges teil und gewinne tolle Produkte und sammle für zukünftige Einkäufe. Ja, super, dann hat sich das ja erledigt. Natürlich nicht. Wir werden uns das jetzt mal angucken. Mit Focus hältst du für dein Handy freie Zeit Focus Euro. Während des Sammelns kannst du dein Handy jederzeit sperren, darfst die App aber nicht verlassen. Also, die App muss immer an sein. Hier siehst du Beispiel, wofür du deine Focus Euro einlösen kannst. Zum Beispiel Tchibo. So, Cashback-Guthaben 0. Dart. Du hast deinen ersten Focus-Euro gesammelt. Sieh dir jetzt an, wofür du. Aha. 2 Cent, also 2 Focus-Euro. 0,02 Focus-Euro. Challenge. Jetzt ansehen. Gucken wir mal rauf. Startest und sammeln, setzt dich gegen andere Teilnehmer durch. Preise von Ting Smart Home erspielen. Verstanden. Na, dann machen wir es doch mal. E-Mail-Adresse. So, da kommt dann auch gleich der Bestätigungscode 51 92 33. So, 7 Tage, 3 Stunden noch. Was können wir denn hier machen? Google Nest Mini. Okay. Und hier haben wir eine Rangliste. Das war gerade 0,01 Punkt. So, Ads aktivieren, deaktivieren, was ist das? Was soll das? Ob das wirklich Sinn macht? Die Uhr, Wecker, lasse ich an handyfreie Zeit erinnern. Okay, wir haben jetzt 20:05 Uhr, Donnerstag. Okay, ist an, also ganz normaler Wecker beim Handy. Dann werden wir sie mal anlassen, damit wir hier weiter Punkte verdienen können und dann schauen wir mal, wie das in den nächsten Tagen so aussieht. Also ich bin gerade aus der App rausgegangen und wollte dann mal nach was anderem gucken und dann kommt gleich, du hast dein Handy verwendet, gleich geht's weiter. Okay, das ist jetzt wohl die Strafe, dann werde ich wahrscheinlich in der Zeit gar keine Punkte bekommen. Ich drücke mal auf Strafe. Okay, da passiert nichts. Und jetzt geht es nochmal weiter. Okay. Also gibt es auch Strafpunkte. Oder Strafzeit, wie man es jetzt hier sagen kann. Ich bin ja mal gespannt, wie das weitergeht. Mal sehen, vielleicht werde ich ja damit ganz gut Geld verdienen. Oder ich werde diese App dann einfach genervt löschen. 3 von 5 Sterne. Und ich melde mich in den nächsten Tagen wieder bei euch, wenn ich dann mehr Punkte gesammelt habe. Ich hoffe, dass ich dann schon eine ganze Menge gesammelt habe. Im günstigsten Fall natürlich, dass ich gleich die 20 Euro auszahlen kann. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Vor allem abonniert den Kanal. Und wenn euch irgendwas
einfällt zu der App oder wenn ihr die App zum Beispiel schon habt oder Erfahrung gesammelt habt, dann schreibt das gerne in die Kommentare, weil das würde mich wirklich sehr interessieren. Also bis dahin, macht's gut, ciao. Flying through the air.